So, bin wieder zurück. Ich habe mir jetzt auch mal Kristalle ins Haar gemacht, damit ich zu meinem Team passe. Die sind aber leider nicht gelb. Mal gucken, wie lange das dauert. Das sieht man gar nicht so sehr. Bis ich davon Kopfschmerzen kriege, aber hey. Gutes am Platz, Entschuldigung. Babysitten. Ich wollte euch nicht alle in die War Luft schon springen. alles vorbei, bevor ich. So. Spaziergang. Das kann ja nicht so schwer werden. Extremes Wetter. Okay, bezahlen. Schwierigkeit. Okay. Bereit machen, bezahlen. Was bedeutet das? Was sind 3000 eigentlich gesammelt? Wahrscheinlich. Mal gucken. Eintritt in die Dimension. Bereit für Dimensionsreisen, Kameraden? Ich schon. Okay, 30 Minuten. Die Angriffsmission auf Brainiacs Datentresor hat grünes Licht. Wir arbeiten schon am Schild. Ihr müsst zuerst eine Route wählen. Es gibt Zusatzziele zu erledigen, bevor ihr den Tresor angreift. Jetzt ist es an euch, Taskforce X. Schaltet dieses außerdimensionale Arschloch aus. Ich bin ein großer Fan ja. meiner Solo-Werke. Gucken. Wir kriegen Zeugs hier. Nein, ich mache nicht so viel Schaden auf die Distanz. Und zerstören. Statistisch unmöglich. Ja gut. Okay, Team. Zeit für das wird wahrscheinlich unsere nichts. Größte Datensammlung. Das wird kein Spaziergang, aber ich weiß, dass ihr das schafft. Oh, no. Das ist beides unmöglich. Konzentrier dich. Wir teleportieren den Truck rüber und sehen uns Brainiac-Schilde näher an. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir noch ein bisschen zu früh hier sind. Hallo? Noch ein Sprung. Nein? Ist er schon weg? Ah ne, da ist er noch. Ich kann schwingen. Genießt den Anblick, ja? Das ist die letzte Erde, die ihr sehen werdet. Ja, mal gucken, wie lange noch. Harley Quinn, so schön aufgemacht und doch etwas Farbe täte meiner Sammlung gut. Truck gefunden. Bereit für Operation. Tut den Brainiac-Leuten weh. Oh, da ist schon wieder unten. Heli. Ja. So. Truck, ich bin ready, hoffentlich. Mal gucken. 13 Datenscherben. Okay, wir beginnen mit extra weiten Scans. Was viele von Brainiacs Leute direkt zu euch führen wird. Hurry. Eieiei. Oh Gott. Wir haben einen Totenschädel drauf. Also,
wieder runter. Etwa Quinn? Okay, den haben wir. Da hat ein Totschädel drauf. Oder so mehr. Ja, nur so dicke, wa? Nette Schläge, aber hast du mal schon? Ich muss probieren. Solche Macht. Diese Kiefe beanspruche ich für mich, Nanoi. Nähere mich deine Fotostatistik auf. Okay, ich glaube, auf normalem Wege können wir den nicht dauern. Noch. Da haben wir alle. Ich bin so aufgeregt, ich könnte platzen. Oder Aliens platzen lassen. Ab Entdeckung. Können wir die ganze Zeit für einen Schaden? Der Truck wird zum nächsten Standort verlegt. Ihr könnt aufholen, oder? Wow. Ach, da hinten. Denkst du auch an all die Typen, die uns beschießen? So ziemlich ständig. Der Truck kriegt diesen Job nicht ohne euch hin. Ich bin schon da. Der Truck ist in Betrieb. Gut, dass wir alle nur blutrünstige Kriminelle sind. Und hier mal wieder normale Gegner. Alter. Hier Helikopter wegmachen. Autsch. Ja, ich bin gekommen. Ah, jetzt sehe ich 7 von 8 können wir sammeln. Wir könnten auch wieder mal zum Bus zurück. Schön, dass ich das auch mal sehe. Jetzt sind wir voll. Wir brauchen einen Rucksack. 26 brauchen wir insgesamt, okay. Und mit dir. So, erstmal einen Überblick. Verpassen, ja. Oh, hallo. Ah, so nah dran und jetzt kräfte ich nicht. Nicht gut. Wie viele haben wir denn davon? Okay, bin gleich wieder voll. Den liegt mir noch. Wer hätte geahnt, dass Daten so viel Platz einnehmen? Naja. Muss hier abliefern. Hier, bitteschön. Hier oben liegt noch ein bisschen was rum. 4. Nice, der war gut. Wir haben ja unsere Special Attacke freigeschaltet. Ich bin beharrlich wie das Meer. Oh, mit dir. Wow, 8 ist aber echt wenig, was wir mitnehmen können. So, 2 noch. 2 kriegen wir hin. Ich glaube, wir haben alle runter mit dir. So. Gute Arbeit, Träumen. Taskforce X, gehen wir zur nächsten Phase über. Nein, ich kann mich nicht auf den aufstellen. Schade. X markiert die Stelle. War das nicht auch ein Riddler-Rätsel? So. Das haben wir. Ach, kommt. Ah, nee, das ist mir jetzt blöd. So, das haben wir.
War gar nicht so schlimm. Also gehen wir jetzt darüber. Wir brauchen eine Stimuluswelle, damit Brainiacs Netzwerk überlastet bleibt. Anders gesagt, ihr müsst einfach alles töten. Das können wir hin. Okay, Mama, Papa, wir müssen los. Bis dann. Brennen, mein Kleiner. Wow, ich bin echt heftig. Oh. Ist das Situationskomik, Alan? Gott, die Koffer kommen darüber. Schade, wenn ihr auf dieser Erde feststecken würdet, oder? Ja. Das ist so schön. Das ist unsere Aufgabe hier. Ach, hey, A, B, C, D, E, F. Willst du mich verarschen? Oh, shit. Mit dir. Alle überlebenden Einheiten, lasst euch von der Clownin nicht zum Narren halten. Ich glaube, ich brauche mal wieder meine andere Waffe. So. Alle reparieren sich so gut wie neu. Unmöglich. Hier unten. Ich bleibe unbesiegt. Au. So, den ersten hätten wir schon mal. A von F. Nee, D. Ah! Lass mich! Oh, sehr gut. Wenn ich jemals wieder runterkomme und auch lebe. So. Mach das Ding weg. Sehr schön. So, A ist auch weg. Zack. Schnappt euch einen Bock auf den Boden des Rivalbrüter verteilt. Das nenne ich eine toxische Umgebung. So, ich glaube hinter mir? Nee. Irgendwo ist doch noch einer da. Könntest das Gesicht sehen, John Howe? Ah. Ist weg. So. Wo müssen wir hin? Da haben wir noch so Dinger. Kommen wir mal rüber hier. Ah, das wollte ich eigentlich auf den Großen machen. Bam. Nice. So, Kristall zerstört. Boah. Ah, mach das Ding kaputt. So. Brüter verwundbar. Oh. Ja. Keine Muni mehr. So, F haben wir. Wenn nicht eingefroren werden. Au. So. Oh Gott. Noch drei. Ich muss erstmal nach oben. Verschwendung von Biowaffensynthesematerial. Aber
Das seid ihr ja auch. So doch, dass ihr hier seid. Oder war noch einer? Hoch mit dir. So. Da. Machen ihn kaputt. Guter verwundbar. Geil. B. Sorgt dafür, dass der Brüder seine Produktion fortsetzt. Nein, bitte nicht. Zack. B ist auch weg. Nice. Und noch C und E. Da ist einer. So, da ist ein Fetti. Nein, ich wollte nach oben. Hoch mit dir. Ich wollte dem einen in Zeitlupe reinknallen. Hier. Bam. So, sehr schön. Bringt allerdings noch nicht so viel, weil wir müssen hier unten hin. Jetzt kommen wir hoch. Es geht aber, ja, nicht sonderlich gut. Nein. Außer also mir wieder instant tot. Nee. Doppellebt, nee, C und E ist immer noch da, okay. Ich glaube, ich bin einfach nur ins Wasser gefallen, ne? Schnell hoch. Alter. Schnell. Boah. So. Das mit dem Hütertöten nicht daheim, Kinder? Das sind eine Menge beweglicher Teile. Einheiten, verteidigt den letzten Brüter und verdient euch eine Aufladung. So, da hinten. Nice. Aber hier ist kein Ding, oder? Da drüben. Komm schon. So. Und E. Dann haben wir alle. So. Oh mein Gott. Siege Brain. Hoffentlich. Das war kein Ja. Oh Gott. Und das müssen wir dann noch 13 Mal machen? Oder 12 Mal? Ja, nee, komm. Geh weg, Junge. Sieht so aus, als könntet ihr mehr Gegner vertragen, Task Force X. Oh, danke. So. Tja. Unsere eigene Zerlegung. Nee, komm. Geht mal weg. Müssen wir denn da hin? Nach oben? Ah. Oh je. Vielleicht will ich jetzt doch für ihn arbeiten. Dieses Team hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Oh, aber gern doch.
Ich zerstöre eure Körper, höhle euren Verstand aus und benutze euch als meine Haustiere. Wie denn? Mit einer besonderen Gehirnkraft? Daraus wird diesmal nichts. Nein, diesmal wollte ich etwas anderes versuchen. So zum Spaß. Ich bin Will Dox. Der schnellste Mann der Welt. Ich ahne Dinge. Meine Terminals verbessern auch mich. Durch sie kann ich diesen Körper für den Kampf umformen, die Speed Force befehligen, euch erledigen. Ich ahne Dinge. All over again hier, wa? Boah, das wird ein Schlachtfest hier. Miteinander. Sehr gut. Sie haben ihr Leben für eine große Sache geopfert. Für meine. Vergesst nicht, die Entkuppler schützen euch vor Speedforce-Angriffen. Wenn die aus sind, ist das sehr schlecht. Verärgert mich nicht. Es ist unklug, mich zu verärgern. Ja, all over again, I guess. Was wir bei Flash auch schon hatten. Oh, der kam mir ein bisschen zu nah. Oh Gott, ich geh mal lieber ganz nach oben. Bisschen Überblick hier. Ah, shit. Ein guter Anführer weiß, wo man die Kavallerie schickt. Ah, okay. Brennt und friert ein. Okay, andere Waffe. Halt doch schon geschmissen, Mensch. Toll, du Penner. Jetzt, da ich wieder in Form bin, sollen wir fortfahren? Sicher doch. Daten, Daten, Daten. Ich brauche mehr Daten. Seid ihr bereit, sie mir zu geben? Das wolltet ihr doch. Zeigt, was ihr drauf habt. Ast. Das hier ging auf mich. Und geh mal nach oben. Irgendwo ein bisschen höher. Ist mir zu wuselig hier. Weg mit dir. Wie wäre Deadshot vielleicht ganz praktisch? Ich werfe euch nicht vor, dass ihr Flash ruhig gestellt habt. Jetzt kann ich seine Kräfte ohne das ganze sinnlose Geschwätz nutzen. Ich fühle mich zu euren albernen kleinen Erdlingskämpfen hingezogen. Zeit für eine Gehirnreinigung. Ja, schick mir Dinge.
Ja, Pflanzen. Da ist unsere Unterstützung. Geil. Wisst ihr, ich kann diesen Körper unter keinen Umständen gefährden. Regeneriere. Jetzt. Nicht gut. Ah, nee, das ist einer von meinen Leuten. Lol. Mich wiederherzustellen gibt ihrem bedeutungslosen Leben einen Sinn. Ihr verschwendet eure Zeit. Ergebt euch und lasst euch integrieren. Komm schon, Brainiac. Ja, ich muss eure Unterwerfung wohl überwachen. Persönlich. Diese Zerstörungskraft gefällt mir wirklich sehr. Au. Ah, shit. Ich werde langsam parteiisch. Ich sollte einen Schritt zurücktreten. Oh Gott. Ja. Weiß nicht, was ich von chemischer Kriegsführung halte, aber ich verschwende unser Drachen. Bam. Sehr nice. Da ist noch eine Pflanze. Sprüh. Nur einen Moment, Taskforce X. Dann wird dieser Körper wiederhergestellt. Da ich wieder in Form bin, sollen wir fortfahren? Mhm. Ach, shit. Komm, Taskforce X. Zeigt, ob ihr einen Weltensammler besiegen könnt. Ivy, wo sind deine Pflanzen jetzt? Jetzt, wo ich sie brauchen kann. Shit. Nahkampf wäre ja geil bei dem. Sollte nur so weit unten stehen, glaube ich. Ich fühle mich zu euren albernen kleinen Erdlingskämpfen hingezogen. Zeit für eine Gehirnreinigung. Mhm. Bam. Sinn. Freeze hier. Ein Ziel erwischt. Verfolgt. Hallo, Fleischsäcke. Ich schicke euch ein paar giftige kleine Helfer. Ende. Also, setzen wir jetzt das Steroid-Pflanzenglas ein oder nicht? Nice. Oh, wie schade. Ah, erwähnte ich, dass dieser Körper gebaut wurde, um sich zu regenerieren? Besonders schlau, was? Lasst mich euch einige Zivilisten von Metropolis erneut vorstellen. Passt auf, sie sind explosiv. Alter, seid ihr viele? Alter, bin fast tot. Nee. Offensichtlich nicht. Sieht aus, als steckt ihr in Schwierigkeiten. Ich schicke euch eine aufgemotzte Karre zur Unterstützung. Oh, yes. Geil. Hoch mit dir. Das war ganz
unterhaltsam, aber ich muss unser kleines Geplänke beenden. Chef, Vernichtungsprotokoll. Zeit für einen stärkeren Einsatz meiner Macht. Kostenloses Auto, vollgepackt mit... Okay, wir dürfen noch. Unser Tanz ermüdet mich langsam. Alter, jetzt kommen die Tornados. Oh, ich kann leider kein Dings hier machen. Raus hier. Kein Konter. Glaube ich. Ich habe eure Taten vorhergesehen und diese Antwort vorbereitet. Nicht reinspringen, nicht reinspringen. Alter. Über Tornado kommt. Über meine Fähigkeit für extreme Gewalt. Mal sehen, wie ihr euch dagegen schlagt. Jetzt sind die scheiß Arme. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Wir sind im Tornado drin. Ich baller einfach nur noch. Okay. Alter. Ich habe auf eine Gelegenheit gewartet, das auszuprobieren. Rein hier. Jetzt sterbt ihr. Ich behebe diesen Fehler. Ihr habt euch gut geschlagen. Zu gut? Er denn überhaupt da? Zeit für einen stärkeren Einsatz meiner Macht. Hm, noch stärker. Oh. Bei dem können wir wahrscheinlich nichts machen, ne? Meine Prognosen haben so etwas vorhergesehen. Oh mein Gott, haben wir ihn? Oh. Also, wo waren wir? Holy shit. Oh, jetzt kommt bestimmt noch Batman und die anderen. Dann mache ich das Spiel aus, ey. Wir müssen los. Holy shit. Und das mit unserer Beute. Und du trägst ihn wohl den ganzen Weg nach Erde 1? Denkst du etwa, ich schaff's nicht? Squad 5, kleiner Brainiac 0. Okay, das war ziemlich gut.
Holy shit. Brainiac Actionfigur. Original verpackt. Einmal benutzt. Die bekommt Toyman. Daraus wird nichts. Ich werde ihn verschlingen, weißt du noch? Und dann auskacken. Komm schon, du durftest schon das mit dem riesigen Weltraumhai machen. Lass doch mal jemand anderen ran. Ach, Leute. Du hast den verdammten Batman exekutiert. Und du durftest was Cooles sagen, bevor du Lantern gekillt hast. Ich dachte da an eine Plastiktüte. Etwas Gleitgel und dann steckt mir den Hirnheini in den... Nein, Mann! Was zur Hölle macht ihr vier? Wo ist Brainiac? Relax mal, Lexi. Er ist genau da, wo wir ihn doch haben wollen. Scheiße. Ich schwöre bei Gott. Der Datendorn funktioniert nur bei lebenden Zielen. Vielleicht kann ich ihn bis zur nächsten Alien-Invasion anpassen. Oder vielleicht sollte ich ihn bei einem von Ihnen benutzen. Harkness, was machst du da schon wieder? Wie sollen wir sonst durch die Türen auf dem Schädelschiff kommen? Ja. Ah, hat der Lust gekriegt. Fokus auf einmalig auftretende Anomalien, die dimensional einzigartig sind. Wir dürften also mit einem Haufen coolem Zeugs aus anderen Universen spielen? Und dann was? Das war's? Sobald ihr alle 13 Brainiacs besiegt habt? Ja. Du meinst 12? Ja, muss ich auch gerade sagen. Eine Killliste. Klingt gut. Das ist schon, jetzt sind wir wieder beim Anfang, bis sich alle um das Ding sich kloppen. Ey, Geschichte abgeschlossen. Oh mein Gott, ey. Jetzt müssen wir halt ganz nur noch 12 mal wiederholen. Wieso hört sich Poison Ivy an wie ein kleines Kind, weil es ein kleines Kind ist. Und halt im Prinzip wieder von vorne anfängt, könnte man fast sagen.
Okay. Ich glaube, wir haben das Spiel durchgespielt, ja. Holy shit, ey. Gott sei Dank müssen wir das nicht doch noch 12 Mal wiederholen. Können wir wahrscheinlich trotzdem noch. Schade, dass es schon vorbei ist. Oh, und die Musik ist gerade sehr laut. Naja, unser Zugunglück, als wäre es gestern gewesen. Oh, die Level mit Batman waren so geil. Die kleine Maus. Ich muss sagen, die Bosskämpfe waren schon alle echt geil. Alle irgendwie anders. Alle kreativ, das war schon cool. Schon cool gemacht. Diana, tut mir sehr leid. Oh, das mit dem Hai war auch cool. Und da fängt es wieder von vorne an, okay. Web Development Team. Rocksteady Babies. Gab's auch ein paar. Gibt's auch wieder Pets? Das ist viel wichtiger. Nein, leider nicht. Nur Special Thanks. In memory of our friend Matthew White. Okay. Aber keine Pets. Ganz viele Tester. Ganz, ganz viele Tester. QA-Leute, noch mehr Tester. Enzym-Labs.
Oh, hier haben wir die German Voice Talents. Vielleicht kennt man ja irgendwen davon. Auf jeden Fall, Lex Luthor kam mir irgendwie bekannt vor von der Stimme. Diana auch eigentlich irgendwie. Da gibt es bestimmt irgendwo ein paar Bekannte. Hier, Lara Trautmann. Lara Loft, glaube ich, ne? War auch mit dabei. Habe ich aber jetzt nicht rausgehört. Cool. Jemals zum Ende kommen. Ich weiß es nicht. Aber meine Güte, sind auch eine Menge Leute. Ah, es ist krass. Game Tester. Sind durch das Lied durch, aber immer noch nicht über die Credits. Hallo Hilly. Oh, ich glaube, gerade den Bosskampf verpasst, den End-End-Bosskampf gegen Brainiac. Oh mein Gott. Jetzt machen wir gerade den Bosskampf gegen die Credits. Little Red Zombies. Alter. Wie können denn so unglaublich viele Leute an einem so ein Ding gearbeitet haben? Jetzt kriegen wir wieder den Batman-Soundtrack. Oh, der Batman-Level war echt geil. Davon hätten sie noch mehr reinhauen können. Obwohl, dann wäre ich wahrscheinlich wieder an einem Herzinfarkt gestorben, aber war schon verdammt cool.
Nvidia, AMD, Sony, Microsoft, Epic Games. Liste noch mehr Firmen auf. Yay, wir sind am Ende angekommen. Wuhu! War jetzt noch eine After-Credit-Scene? Metropolis, hier spricht Lois Lane. Laut aller Berichte ist Batman wohl tot. Ja. Als Batman und als Bruce Wayne kannte ihn jeder. Jeder kannte seine Stimme. Stets vorbereitet hat er eine Nachricht für den Daily Planet hinterlassen. Für den Fall, dass... Nun, hier steht... Wenn ich die Maske trug, wurde ich zum Symbol. Doch ich blieb auch immer Bruce Wayne, Bürger von Gotham. Ihr wisst, dass wir alle mit Hindernissen im Leben kämpfen. Niemand hat es einfach. Wie wir handeln, wie wir uns gegenseitig helfen, das macht uns aus. Das ist, wofür Batman immer stehen wird. Metropolis, wir überstehen das. Und Batman, lebe wohl. Du fehlst doch, bleibst unvergessen. Harley, the Queen. Wie Kevin meinten die? Das ist die Art Ausrüstung, der man Namen gibt und die man unter das Kopfkissen legt. Flashpoint. Gab's nicht mal auch... Ich weiß, das haben wir nicht gesehen, aber ich hab's gelesen, dass auch die alten Synchronsprecher von, glaube, Batman und Harley Quinn, ich glaube, im Museum irgendwie stehen. Tatsächlich die Synchronsprecher. Ich weiß nicht, ob da... Einer davon Kevin hieß und vielleicht nicht mehr lebt, keine Ahnung. Muss ich mal nachgucken. Würde mich mal interessieren. Meditationskristall. Ja, den können wir durchaus gebrauchen. Jetzt müssen wir noch 12 Mal Brainiac besiegen. So, erfolgreiche kritische Nachladungen. Was sind denn kritische Nachladungen? Wenn 20 Sekunden lang deine kritische Trefferchance um 10% und einen kritischen Trefferschaden um 30 bis zu 5-mal stapelbar. Ah, er hat Batman gesprochen. Siehste, habe ich mich doch richtig erinnert. Der Voice Actor aus dem animierten Film. Ah. Siehste, dann stand er, glaube ich, auch beim Museum. Das haben wir nur leider nicht gefunden im Game. Aber davon hatte ich gelesen. Und die Stimme von Harley Quinn war halt auch noch mit dabei. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal zurückkommen, um das zu sehen. Weiß ich gar nicht. Müssten wir wahrscheinlich nochmal das Level mit Batman wahrscheinlich machen. Da müsste es irgendwo gestanden haben, aber ich war zu beschäftigt zu überleben. Da habe ich keine Texte gefunden. So, Birdie Flashpoint. Ja, unsere ist immer noch geiler. Ich muss es leider sagen, die Black Mask ist halt einfach geil. So, die ist ein bisschen besser. Schildänder verursacht keinen Schaden, aber es besteht jetzt eine Chance von 25%, dass Feinde Schildboni für das gesamte Team fallen lassen. Okay, ich spiele ja sowieso nur alleine, von daher lassen wir das. Und hier haben wir halt Poison Ivy Bonus. Was ich mal auch. Okay, okay. Können wir überhaupt noch in der Stufe aufsteigen? So, glaube ich schon, Max. Mit Harley zumindest. So, Camping Bringer geht in Season 1 weiter. Und darüber hinaus können neue Ausrüstung anderer Welten Teammitglieder erwarten, während die Brainiac durch die Dimensionen jagt. Okay. Stimmt, der Joker hatte ich schon gesehen. Mr. Freeze haben wir noch. Ich weiß nicht, wer die anderen beiden sein sollen. Irgendwer mit einem Lasso? Sagt mir gerade gar nichts. Joker gibt's auf jeden Fall schon. Ist bestimmt auch cool. Was auch immer dieser neue Luthor mit euch anstellt, vergesst nicht, dass wir auch zu Hause einen Krieg haben.
Denkt ihr, ihr seid bereit für härtere Einsätze gegen Brainiacs Invasionskräfte? Dann schnappt sie euch. Okay, ich steige deine Meisterstufen und verdiene neue einzigartige Niedertrachtssets, die dein Spiel verändern. Je höher du steigst, desto härter werden die Herausforderungen und süßer die Belohnung. Okay. Taskforce X, ihr werdet eine Terminaut-Produktionsanlage auf Erde 2 angreifen. Luther glaubt, dass es dort noch wertvolle Materialien zu bergen gibt. Ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Ja, gucken wir gleich mal. Ivy, was ist los mit dir? Okay, Fleischling, du bist hier. Legen wir los. Achso, ja. Wir können ja jetzt den Strom da drauf machen. Ich muss mal meine Krone hier abnehmen. Oh, die drückt mir ganz schön auf den Schädel. So. Ich finde Feuer schon ganz geil. Feuer und Eis. Wo Strom bestimmt auch nicht schlecht ist. An diese Haare. Zellularblitz. Was haben wir hier eigentlich für eine negativ? Hebt Schildernte-Chance auf brennende Feinde auf. Und ach ja, brennende Terminals sind schneller. Stimmt, eingefrorene können wir ja eigentlich nur mit Waffen machen. Rasende Feinde haben erhöhte Gesundheit. Okay. Halt, lass mal Feuer. Ihr solltet mir zu dem verhelfen, was ich brauche, um Effekte zu verbessern. Die Ergebnisse sind spitze. Ah, Weltausstellung wird ein Signal senden. Ah, da kriegen wir Niedertrachtssets von Bane. Alles Bane war. Genau. Okay, da können wir das Ganze wahrscheinlich nochmal von vorne machen. Kriegen wir halt einfach nur noch Sachen. Was haben wir hier für ein Tornado? Obligatorische Erderwärmung. Okay. Brainiacs Terraformer-Plattform wird Metropolis in einen Haufen lila Sand verwandeln. Das Zeug kommt überall hin. Wir sollten diese mobile Bombe eskortieren und den Terraformer ausschalten. Achso, ja. Das kennen wir ja auch schon. Hack gegen Brainiac. Sehen wir Brainiacs Kommunikationsgeräte, während Hack die Daten klaut, die wir von ihnen brauchen. Wir haben schon wieder eine Kanone. Ja, so kleinen Kram können wir halt noch machen, ne? Aber mit der Story sind wir auf jeden Fall durch. Und vielen Dank fürs Folgen, Itachigara, wenn man das richtig ist. Das Einzige, was wir noch machen könnten, Talente. Ach ja, ist auch neue Sachen. Teamfähigkeiten. Du hast mit deinem ersten Charakter Stufe 30 erreicht und Teamfähigkeiten freigeschaltet. Wenn du mit einem Charakter der Stufe 30 weiterspielst, erhältst du Punkte, die du für stapelbare Verbesserungen ausgeben kannst, die für alle Charaktere in deinem Team gelten, unabhängig von der Stufe. Okay. Das ist ja auch cool. Einen Punkt haben wir. 0,1% Schaden. Das ist aber viel. Kill die Dinger. Sturmgewehrschaden, Maschine, Pistole, Gesundheitsmenge. Können wir auch machen. Schild. Wir gehen erstmal auf Gesundheit. Können wir 40 Mal machen. Okay. Interessant. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir könnten eigentlich mal mit den anderen kämpfen. Wie willst du dein Gehirn heute modifizieren? Oh, wir sind ja noch gar nicht voll hier mit Harley. Gucken wir hier nochmal rein. Wandelt Arkham Spezial in Küsschen und Peng um. Dafür wird 50 mal Combo oder höher benötigt. Der Schusswaffenschaden erhöht sich um 150% und der Granatenschaden erhöht sich um 100. Wie sieht denn das aus? Das klingt seltsam. Okay. Was haben wir noch? Bei Max-Combo regeneriert sich deine Wurfhaken-Angriff-Bewegungsangriff-Ressource. Für alle 1 Sekunden, die du in der Luft verbringst. Okay. Wandelt Arkhams Spezial ein Küsschen mit Messerchen um. Die Namen, ey. Okay, ist dasselbe nur mit Messern. Klingt wie eine Möwe. Okay, was macht das noch? Dafür wird 50er-Kombo und höher benötigt. Der Nahkampfschaden erhöht sich um 300%. Die Schildkapazität erhöht sich um 50.
Ich glaube, dann geht da. Ja, Küsschen und Peng. Klingt gut. Was haben wir hier noch? Erhöht den Schaden des Wurfhakenangriffs, Bewegungsangriffs um 150%. Den Schaden des Suicide Strike um 300%, solange der Team-Spezialangriff aktiv ist. Okay. Regeneriert 100% Gesundheit und 200% Schild, wenn Team-Spezialangriff... Yes. Das nehmen wir. So, jetzt wären wir auf jeden Fall mit Harley voll. Und die anderen so... Wir waren auch dabei. Ja. Gut. Ich müsste eigentlich auch mal durchleveln noch. Zumindest bei Bumi haben wir ja zumindest eine Special-Attacke schon. Bei den beiden aber noch nicht. Deadshot und dem Hai. Die würde ich eigentlich gerne noch mal sehen. So, was hast du noch? Für dich, aber ich erwarte keine gewöhnliche Sachen. Ich will keine gewöhnlichen Sachen. Ich will nur niederträchtiges Zeugs.